gut beeindruckend, den nächsten Global Climate Strike in Hamburg. Über 16.000 Menschen sind dem Aufruf von Fridays for Future gefolgt. Trotz der Tatsache, dass unsere Behörden bis gestern noch mit Verbotsversuchen und Einschränkungen der Teilnehmerzahl mit Drohgebärden die Demo klein machen wollten. Die Reaktion heute auf der Straße waren große fünfstellige Zahl an Leuten, die zeigt, Klimabewegung ist noch da. Die Probleme sind nicht gelöst, nur weil sie durch den Virus in der Sicht nach hinten verschoben worden sind. Auf zum nächsten Global Climate Strike und zu einer Klimabewegung, die gemeinsam mit den Tarifrunden im öffentlichen Nahverkehr, im öffentlichen Dienst für ein lebenswertes Leben und eine lebenswerte Zukunft für alle kämpft. Kapitalistischen Teil der Fridays for Future Demonstration. Es sind mehrere hundert Leute da, ziemlich große Demo, gute Stimmung. Es wurde in der Auftaktrede vorhin gesagt, dass das reichste 1% für für das Doppelte an CO2-Ausstoß verantwortlich ist, wie die ärmere Hälfte der Welt. Und das ist auf jeden Fall was hier auf jeden Fall die Leute auf dem Schirm haben. Unser Vorschlag ist, die Klimakiller zu enteignen. Prozent so viel CO2 ausstößt wie die 55%. Deshalb sagen wir Verkehrsrevolution jetzt, Klimakiller enteignen und machen uns hier für sozialistische Ideen stark.